Willkommen auf meinem Kanal Streampunk. Liebe Leute, ja, mit dem Finger in die Wunde, möchte ich mal sagen, ja, mit dem Finger in die offene Wunde werde ich euch heute einige Informationen zeigen, die einfach nicht mehr normal sind für unser Land. Oder sagen wir so, die scheinen normal zu sein für unser Land. Die Elite zockt uns ab. Man sagt den Kindern, ja, wenn du es mal in die Verwaltung schaffst, dann hast du es fast geschafft. Und wenn du es dann noch in die höhere Verwaltung schaffst, dann hast du es wirklich fast geschafft. Und wenn du das dann noch in die Politik schaffst, dann hast du es auch wirklich fast geschafft. Aber erst wenn es dir gelingt, die Staatskassen zu plündern, auf Kosten der Steuergelder zu leben, der Steuerzahler zu leben, dann, mein liebes Kind, dann hast du es wirklich geschafft. Dann gehörst du zu der Elite dieses Landes. Die Intendantin des Radio Berlin-Brandenburg oder Rundfunk Berlin-Brandenburg, glaube ich sogar, heißt es, muss zurücktreten. Patricia Schlesinger tritt als Senderchefin zurück nach RBB-Affäre. Das hier ist die gute Frau. Laut dem Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft gibt es einen Anfangsverdacht gegen Schlesinger, ihren Ehemann und früheren Spiegeljournalisten Gerhard Spörl sowie den RBB-Verwaltungsratschef. Aha, okay, also ihr Ehemann, okay, das sehen wir gleich, was da ist. Aber der Spiegeljournalist sitzt hier bei ihr und Verwaltungsratschef vom RBB. Und Messe-Chefkontrolleur, okay. Dieser Vorwurf lautet auf Untreue und Vorteilsnahme. Eine Anzeige der AfD hatte die Staatsanwaltschaft kürzlich nicht weiter verfolgt. Nun wurde das Verfahren demnach in der vergangenen Woche wieder aufgenommen. Man mög sie hassen oder man mög sie lieben, aber scheinbar hat hier eine Anzeige der AfD dazu geführt, dass die Staatsanwaltschaft das Verfahren in der vergangenen Woche wieder aufgenommen hat. So verstehe ich politische Arbeit. Es geht dabei um die Frage, ob die Senderchefin und der Senderchefkontrolleur miteinander einen zu laxen Umgang bei der möglichen Kollision von Interessen gepflegt haben könnten. Ja, RBB, jetzt muss ich mal eben ganz kurz schauen, wofür RBB nochmal steht. Denn wir erinnern uns ja zum Beispiel an diese ganze Berichterstattung der Demonstration. Die ganzen Querdenker und Schwurbler wurden ja verheizt, ja. Ja, hier steht's zwar. Ah, hier Rundfunk Berlin-Brandenburg. Okay, also ein großes Rundfunkhaus. Ja, genau. Die bislang ungeklärten Vorwürfe reichen von fragwürdigen Beraterverträgen. Das kennen wir ja sogar von Ursula von der Leyen und ihren Kindern, zu einem inzwischen auf Eis gelegten RBB-Bauprojekt, einer großen Gehaltserhöhung für Schlesinger auf gut 300.000 Euro bis zu einem zusätzlichen Bonisystem. Außerdem geht es um einen luxuriösen Dienstwagen mit Massagesitzen, für den es einen sehr hohen Rabatt gegeben haben soll. Schlesingers Ehemann bekam auch Aufträge von der landeseigenen Messe Berlin. Das geht hier ja weiter. Das geht hier alles weiter und das ist auch gut so. Berlins Polizeichefin ist irritiert über Spesenabrechnung der RBB-Intendanten. Da möge man denken, ja, was macht denn die Polizeichefin da bei diesem Thema? Wieso kümmert die sich denn darum? Ja, liebe Leute. Barbara Slowik, die Polizeichefin, wusste nach eigenen Angaben nicht, dass das private Treffen mit ihrer Freundin Patricia Schlesinger einen beruflichen Hintergrund hatte. Ach. Was hat denn Berlins Polizeipräsidentin und RBB-Intendanten zu besprechen? Slowik, ihr Ehemann und weitere Gäste, darunter der Charité-Geschäftsführer, trafen sich an einem Wochenende im Februar in Schlesingers Wohnung. Wie die Bild-Zeitung am Montag berichtete, wurde den Gästen ein Vier-Gänge-Menü kredenzt, dazu Champagner und teurer Wein. Aus Unterlagen, die die Zeitung veröffentlichte, geht hervor, dass die Catering-Firma der Intendantin 1.154 Euro berechnete. Diese Kosten ließ sich Schlesinger vom Sender offenbar zurückerstatten.
Hatten diese Treffen etwa Einfluss auf eine gefährliche Berichterstattung? Entschuldigung. Hatten diese Treffen etwa Einfluss auf eine gefällige Berichterstattung über die Polizei? Nein, sicher nicht. 2019 kam eine Studie der Charité zu dem Schluss, dass kein kausaler Zusammenhang zwischen häufigem Schießtraining der Polizei und langfristigen Erkrankungen festgestellt werden konnte. Hunderte Polizisten mussten über Jahre beim Training auf den maroden Trainingsstätten die giftigen Pulverdämpfe einatmen. Viele erkrankten, einige starben. Oha. Oha. Die Polizeipräsidentin zusammen mit dem Boss von der Charité, zusammen mit einem Spiegelredakteur und dann wird dieses Thema hier, dass das eigene Personal hier verheizt wird und bloß keiner darüber berichtet. Eieieiei. Hier gibt es dann den der ehemalige Berliner Abgeordnete und Vorsitzende der Good Governance Gewerkschaft, Marcel Lutte, hat am Montag nach dem Informationsfreiheitsgesetz Akteneinsicht beim RBB über die abgerechneten Bewirtungsunterlagen der Intendantin beantragt. Akteneinsicht will er auch in die Bewirtungslisten des Präsidialbüros der Polizei Berlin. Die Freundschaften, die spontan zwischen hohen Funktionsträgern entstehen, kannte man in Bayern lange als Amigos, sagte Lutte. Wer herausragende Funktionen in der durch die Bürger finanzierten Verwaltung hat, müsse jeden Anschein der Parteilichkeit vermeiden, wolle er oder sie das Amt nicht beschädigen. Ich bin gespannt, wer alles etwa aus Justizverbänden und Rundfunkrat noch zu diesen undurchsichtigen Hinterzimmerzirkeln gehört. Ja, hier kommt ja einiges ans Licht und da muss ich auch noch mal ganz kurz, na, wir machen erstmal weiter vielleicht. Hier noch mal den nächsten Artikel. Also, dann bleiben wir hier noch mal bei dem Berlins Polizeichefin und RBB-Intendantin. Ja, also ne, da ist, hier werden so Zirkel zusammengesetzt, beziehungsweise sie setzen sich selbst zusammen. Jeder, der Einfluss hat, hat was zu sagen. Und dann sprechen wir mal so eine Art Agenda ab. So kommt es uns auch vor, und das war schon seit Ewigkeiten. Ja, und die große Elite, das ist die Geldelite, das sind die Milliardäre der ganzen Hedgefonds, der ganzen der ganzen Anlageberatungsgesellschaften, Wertpapiergesellschaften. Wie der gute Ernst Wolf das immer so gerne sagt, Vanguard, BlackRock und viele andere. Ja, und da ist so eine Art Folge dem Geldpolitik. Stecke deinen Kopf immer in den Hintern wo mehr Kohle zu erwarten ist. Und so pflanzt sich das durch bis zum Bürgermeister. Bis zum Bürgermeister des kleinsten Dorfes. Ne, das ist zumindest das, was bei der Masse der Bevölkerung ankommt. Ich weiß. Es gibt genug Engel darunter, genug Helden, gibt es, ich weiß das. Ja, aber leider scheint es hier so eine Massenveranstaltung zu geben, wo man sich bereichern will und wo man geheime Zirkel, geheime Gesellschaften schafft, um sich irgendwie abzusprechen, um damit jeder seinen Vorteil erhaschen kann. Allerdings sage ich euch auch etwas, wenn ich immer lese in den Kommentaren, dass manche Leute sagen, ja, die bezahlt jetzt ihre Strafe, da wird nichts von kommen. Pipapo. Diese Menschen, ne, musst du dir einfach mal vorstellen, du arbeitest da seit Ewigkeiten als Intendantin, hast ein dickes Auto und du hast natürlich auch dein soziales Umfeld. Das fängt bei den Nachbarn schon an. Und plötzlich kommt die Polizei, durchsucht dein Haus mit großem Brimborium. Die Zeitungen sind voll, ja, mit dir, deinem Gesicht und was du getan haben sollst. Und diese Leute, die sind auch vom Ruhm und von Ehre erfüllt. Und ihr guter Ruf ist alles in dem Moment. Und das, was gerade passiert hier, das ist für die eine große Strafe. Selbst wenn die Frau im Jahr 300.000 Euro bekommen hat und hat sich vielleicht ein kleines Polster geschaffen, wenn die keinen anständigen Job mehr bekommt, ist dieses Geld auch ganz schnell weg. Ich will damit sagen, dass das auch eine Riesenstrafe für diese Menschen ist. Ja, selbst wenn die in ihrem Büro sitzt und sagt, ach, das ist alles nicht so wild, ich finde schon wieder einen Job, dann kommt die dann nach Hause und da sitzen dann zum Beispiel die beiden Töchter und weinend vor der Mutter, die sagen, heute in der Schule, das war so schlimm und die haben alle auf uns gezeigt und der Björn hat gesagt, meine Mutter ist Betrügerin und pipapo. Ja, also das sind ja auch plötzlich alles ganz andere Verhältnisse, die dann da auftauchen, dass man dann als Mensch irgendwann denkt, oh, was habe ich denn hier überhaupt gemacht? Was habe ich meiner Familie angetan? Und selbst wenn die keine Kinder hat,
Hat sie einen Ehemann? Hat sie vielleicht noch Eltern? Vielleicht eine Schwester, Geschwister? Pipapo, ja. Also da passiert schon einiges bei den Menschen. Und so einfach und locker geht das an diesen Menschen nicht vorbei. Und das nächste Thema ist natürlich ganz klar, beim ehemaligen SPD-Abgeordneten Kahrs findet das Bundeskriminalamt 214.000 Euro in einem Bankschließfach. Und in Hamburg gibt es diese Cum-Ex-Ermittlungen, diese Cum-Ex-Ermittlungen gegen die Warburg Bank. Die Warburg Bank soll auch bei den Cum-Ex-Geschäften mitgemacht haben, das ist nachweislich. Und da dreht es sich darum, dass also der Hamburger Bürgermeister damals, Olaf Scholz, zusammen mit dem Tschentscher hieß der, glaube ich. Genau, Tschentscher, der ist jetzt Bürgermeister, war vorher Finanzsenator in Hamburg. Und da wird jetzt vermutet, da wurde also gesagt, die Bank muss also Millionenbeträge zurückbezahlen. Und dann gab es wohl einen Schriftverkehr an das Finanzministerium, zu dem Tschentscher, wo dann sozusagen der Boss von der Warburg Bank gesagt hat, hey, wenn wir das zurückzahlen müssen, können wir hier zumachen. Und das wäre nicht gut für Hamburg. Naja, und pipapo. Und dann ist das so ein bisschen im Sande verlaufen. Und die Bank brauchte diese Millionen nicht zurückzahlen. Und jetzt fragen sich viele Juristen und zu Recht auch hier die Staatsanwaltschaft, wieso brauchte diese Bank eigentlich das Geld nie zurückbezahlen? Olaf Scholz hat schon gesagt, er wüsste von nichts. Ja, genau. Und da geht's jetzt los. Und das ist genau dasselbe. Ja, da bist du Bundeskanzler und die Presse schreibt darüber, dass du eventuell hier was mit 200.000 lächerlichen Euros zu tun hast. So, ne? Und auch er hat einen Bruder, der ist Chefarzt in der Uniklinik in Kiel, in Schleswig-Holstein. Ja, hochdotierter Mann, wichtiger Mann. Ja, der hat auch Familie. Ja, was ist denn da passiert? Ja, ich weiß von nichts, muss der dann sagen. Ja, und das ist auch gruselig. Ja, also ich sag's euch ganz ehrlich, ich möchte so nicht leben. Johannes Kahrs muss unverzüglich Antworten auf die vielen offenen Fragen geben, sagte der Transparency Deutschland-Vorsitzende Hartmut Bäumer dem Tagesspiegel. Sowohl mit Blick auf die Herkunft der 214.000 Euro in seinem Schließfach, wie auch auf politische Absprachen rund um Cum-Ex. Kahrs ist in der Vergangenheit durch seinen an Lobbyismus grenzenden politischen Einsatz für die Warburg Bank wiederholt auffällig geworden. Dabei muss er sich auch zu den Spenden erklären, die die SPD Hamburg bzw. der Bezirksvorstand Hamburg Mitte von Johannes Kahrs von der Warburg Bank aus ihrem Umfeld erhalten haben. Kahrs gilt als Schlüsselfigur. Warum wurde auf Millionenrückzahlung verzichtet? Gegen ihn, also Kahrs, wird wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung ermittelt. Ihm wird vorgeworfen, zugunsten der Privatbank trotz der zu Unrecht kassierten Millionensummen Einfluss genommen zu haben. Scholz traf Banker, auf eine Millionenrückzahlung wurde danach verzichtet. Auch auf Vermittlung von Kahrs kam es zu Treffen von Scholz mit den Gesellschaftern der Bank, Christian Olearius und Max Warburg. Nach diesem Treffen verzichtete Hamburg Ende 2016 auf die Rückforderung von 47 Millionen Euro. Das sind Steuergelder. Weitere 43 Millionen Euro wurden 2017 erst nach einer Intervention des damals von Wolfgang Schäuble geführten Bundesfinanzministeriums eingefordert. Finanzsenator in der Innenstadt war damals, Peter Tschentscher, der Scholz später im Amt des ersten Bürgermeisters nachfolgte. Ja, hier haben ja auch dann die richtigen Investoren, hier die Warburg Bank, ihre Figuren richtig schön hin und her geschoben, wie ich das mal so sagen darf, ja? So, und hier sagt auch, Scholz sagt, er könne sich an den Inhalt der Treffen nicht mehr erinnern. Aber habe stets jede Einflussnahme bestritten. Ja, da brauchen wir hier auch nicht mehr weiterlesen. Aber auch in der SPD wurde Aufklärung verlangt. So twitterte der Bundestagsabgeordnete Pipapo, das Auffinden von 200.000 Euro im Schließfach von Johannes Kahrs ist sehr besorgniserregend. Kahrs sollte gegenüber der Öffentlichkeit und der SPD begründen, warum er so eine hohe Summe Bargeld lagert. Mir fehlt die Fantasie, dass es dafür eine rechtlich saubere Begründung gibt. Also hier Druck von allen Seiten. Scholz beruft sich auf Erinnerungslücken. Erst auf Weisung aus Berlin wurde die Million zurückbezahlt. Und Tschentscher wird Präsident des Bundesrates. Das ist eine Nachricht vom 6.8., die ist 3 Tage her. Das ist der ehemalige Finanzsenator von Hamburg. Und der wird jetzt Präsident des Bundesrates.
Ja, liebe Leute, da fällt einem doch nichts mehr zu ein, oder? Da fällt einem doch nichts mehr zu ein. Neuester Artikel, der ist vom 9.8. von heute Morgen. Income-Ex-Skandal verwickelt. Ermittler prüfen E-Mails von Scholz. Oberheftig, wie ich das finde. So, nach Information des Hamburger Abendblattes wurden bereits im Frühjahr E-Mails des früheren ersten Bürgermeisters Hamburg und heutigen Bundeskanzlers Olaf Scholz durchsucht. Laut Unterlagen, die Mitgliedern des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses zur Cum-Ex-Steuergeldaffäre in Hamburg vorliegen, gab es bereits am 30. März, Entschuldigung, einen Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichtes Köln für das Postfach olaf.scholz@sk.hamburg.de. Das war das offizielle Postfach von Scholz in seiner Zeit als erster Bürgermeister. Einem Gerichtsbeschluss zufolge wurden danach E-Mails, Kalendereinträge und Anhänge aus seinem Postfach seit dem 1. Januar 2015 beim IT-Dienstleister Dataport geprüft. Komisch, ne? Also hier hat man jetzt den Bundeskanzler am Wickel, wenn der da drinnen verwickelt ist in diese Sache, dann wird das hier eine ganz harte Nummer. Mal schauen, was uns da noch in der Zukunft erwarten wird. Christian Lindner hat sich auch entsprechend hier daneben benommen, auch wieder, das zeigt auch wieder diese überhebliche Sprache, dieses von oben herab. Ich habe es ja gestern in dem anderen Video auch schon gesagt, diese Politiker hier, die sind ja alle unter sich. Und zwar von morgens bis abends. Ja, wenn du hier Finanzminister bist oder Wirtschaftsminister bist. Nee, Lindner ist Finanzminister. Genau. Dann bewegst du dich ja auch nur unter deinesgleichen. Das heißt, du hast Parteikollegen, aber du hast auch andere Kollegen, Oppositionskollegen von anderen Parteien. Die ganze Zeit musst du da mit deinen Argumenten kämpfen. Du musst jeden überzeugen, dass du deine Vorschläge die richtigen sind. Ja? Dann hast du Assistenten, die dich morgens wecken und sagen, Herr Lindner, um 9 Uhr geht das Taxi, um 10 Uhr müssen wir dort sein, um 10:30 Uhr ist das Treffen, dann um 12 Uhr hier, um 15 Uhr am Flughafen, dann geht's nach Prag. Dort treffen mit dem Finanzminister, ja, und du bist ja überall der Wichtigste. Ah, Herr Minister, schön, dass Sie da sind. Herr Minister hier, Herr Minister dort. Und irgendwann, das dauert gar nicht mehr lange, verlierst du einfach den Boden unter den Füßen, weil du nur noch hin und her gereicht wirst und wirklich hofiert wirst. Und dann passiert sowas. Parteichef Lindner verbindet nun vergünstigten Nahverkehr mit Gratismentalität. Mit einem ähnlichen Pauschalvorwurf leitete vor mehr als einem Jahrzehnt schon einmal ein FDP-Spitzenpolitiker den Abstieg der Partei ein. Soll das Billigticket für Busse und Bahnen also verlängert werden? Ja oder nein? Der Finanzminister sagt nein. Darüber könne man streiten. In der Sache, versteht sich. Aber wie Finanzminister Christian Lindner nein sagt, das überschreitet die Grenzen des politischen Anstands. Der FDP-Chef wettert aus heiterem Himmel gegen eine allgemeine Gratismentalität, die er wahrnehme, aber nicht unterstützen werde. Muss man sich vorstellen, ja? Also überall wird schon diskutiert, in anderen Ländern machen sie es schon, der fahrscheinlose Nahverkehr. Jeder kann, wann immer er will, mit jeder Bahn, mit jedem Bus fahren, ohne einen Fahrschein dafür haben zu müssen. Das Ganze wird bezahlt über eine Steuererstattung am Ende des Jahres. Das heißt, das geht sozusagen, wie soll ich das sagen? Das wird also letztendlich nur teilweise vom Netto bezahlt, weil es von den Bruttosteuern irgendwie bezahlt wird. Und so zahlt die Idee war mal in Berlin, jeder bezahlt, weiß nicht, 25 Euro, aber dann, ich glaube, pro Monat oder pro Jahr, nagelt mich da bitte nicht fest. Die Idee war ganz einfach zu sagen, okay, der öffentliche Nahverkehr arbeitet eh schon defizitär, also macht Schulden. Und wie kann man das also sozusagen das Konzept ganz anders aufbauen, wenn es sowieso sich kostendeckend nicht erledigen lässt? Naja, auf alle Fälle wird hier gesagt von den Grünen und überhaupt, wir müssen was gegen den Verkehr tun, wir müssen was gegen den Stau tun. Dann wird gesagt, 9 € Ticket, die Leute landen in der Bahn und finden es super. Zwar ein bisschen anstrengend am Anfang, aber grundsätzlich super. Und dann wird gesagt, warum machen wir so nicht weiter? Und der spricht hier von einer Gratis-Mentalität. Das lässt also tief blicken. Gratismentalität, das ist etwas, also das ist ja hier schon wieder in Deutsch. Gratismentalität, das
ist das etwas vornehmere Wort für ihr seid doch alle Schnorrer. Gratis-Mentalität, das ist der Pauschalvorwurf mancher Reichen an die Armen. Und das sollte kein Politiker übernehmen, ganz genau. 2010, hochinteressant, begann der Niedergang der FDP in der schwarz-gelben Koalition auch damit, dass der damalige Parteichef Guido Westerwelle als Außenminister eine Debatte über Hartz IV Bezugsgrenzen und spätrömische Dekadenz anfing. Spätrömische Dekadenz. So, Hartz IV. Woher kommt Hartz IV? Ich habe schon mal ein Video darüber gemacht. Peter Hartz ist ein ehemaliger deutscher Manager. Er war 2005 Personalvorstand und Mitglied des Vorstands der Volkswagen AG. Nach ihm wurde die als Hartz IV-Konzept bekannten Arbeitsmarktreformen der frühen 2000er benannt. Ganz genau. Wo steht's? Genau, hier steht's. Zu größerer Bekanntheit kam Hartz Anfang 2002, als er vor dem Hintergrund des Vermittlungsskandals von der Bundesregierung beauftragt wurde, ein Reformkonzept für die arbeitsmarktbezogenen Sozialgesetze und für die damalige Bundesanstalt für Arbeit zu entwickeln. Deswegen heißt das ganze Ding Hartz IV. So, und dieser Peter Hartz gilt als Freund des früheren Skoda-Managers, muss sich jetzt vor Gericht wegen Untreue und Betrug im Rahmen der VW-Korruptionsaffäre verantworten. Das ist unfassbar. Ich will hier nochmal ganz kurz in die Details reingehen. So, er soll also zugegeben haben, bereits 2006, dass er ein Jahrzehnt lang den einstigen Betriebsratsvorsitzenden Klaus Volkert, Betriebsrat heißt also im Grunde die Rechte der Arbeitnehmer zu vertreten. Das ist wie ein Klassensprecher für die Arbeiter. Ne? So, und der wurde also ein Jahrzehnt lang begünstigt, angeblich ohne Wissen des damaligen Vorstandschefs und anderer Topmanager des VW-Konzerns. Er zahlte also innerhalb von 10 Jahren einen Sonderbonus von 200.000 Euro, insgesamt somit 2 Millionen Euro. Zu dem System der Vergünstigung gehört auch, dass Hartz der brasilianischen Geliebten von Volkert, hier steht sogar Name, Adriana Barosch, ein Zusatzeinkommen verschaffte. Lange Zeit erhielt sie 7.600 Euro pro Monat, insgesamt 400.000 Euro. Die Punkte der Anklage betrafen Spendenmissbrauch, Prostituierte und Lustreisen. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Ja, muss man sich mal vorstellen, wie hier argumentiert wird. Hier wird gesagt, Hartz IV-Bezugsgrenzen, das ist ja spätrömische Dekadenz. Ja, die Hartz IV-Bezieher, die drehen jeden Euro um. Die müssen zum Teil noch zur Tafel gehen, um überhaupt einigermaßen über die Runden zu kommen. Der Parteichef Guido Westerwelle hat sich damals vollkommen daneben benommen. Und das dann sozusagen in spätrömischer Dekadenz, das damit in den Bezug zu bringen, Hartz IV-Bezugsgrenzen, Grenzen an spätrömischer Dekadenz. Und dann ist dieses Hartz IV-Konzept von jemandem gemacht worden, der Betriebsräte bestochen hat, Prostituierte finanziert hat, Lustreisen finanziert hat. Nach Brasilien. Hartz gab seinem Personalmanager den Auftrag, Betriebsrat Volker großzügig und wertschätzend zu behandeln und dabei nicht kleinlich zu sein. Tatsächlich enthielten die Abrechnungen angeblich dienstlich veranlasster Kosten, unter anderem Ausgaben für die Inanspruchnahme von Prostituierten, den Kauf von Maßanzügen und Schmuck, die Anmietung und Renovierung einer lediglich privat genutzten Wohnung in Braunschweig. Die Ermittler erwähnten nicht, dass auch Hartz selbst sich Prostituierte von VW bezahlen ließ. Derart peinliche Details wurden im Rahmen eines Deals des grundsätzlich geständigen Hartz mit der Staatsanwaltschaft wegen geringer Schwere eingestellt. Derart peinliche Details wurden also in einem Deal eingestellt. Das ist auch wieder Beweis, dass der Ruf für diese Menschen sehr, sehr wichtig ist. Das heißt, schreibt einmal die Mainstream-Presse über diese Menschen, wo gesagt wird, hier ist aber wirklich vieles schiefgelaufen, dann trifft die das erstmal beinhart. Aber zurück zum Thema, ja, hier wird also wirklich mit Vorwürfen an Hartz-IV-Empfänger oder an die Menschen, die davon abhängig sind, denen würde es zu gut gehen. Und dieses gesamte Konzept ist von jemandem entworfen worden, der jahrzehntelang bei VW gearbeitet hat und diesem Unternehmen und dem Ruf auch nur geschadet hat, auch nur durch Klummelei. Ja.
Und das muss ich ganz ehrlich sagen, es reicht hier langsam, Leute. Und ich meine, Hartz IV gibt's ja heute noch. Ja? Mein Gott, wie alt ist dieses Konzept? Und niemand ist da mal drüber gestolpert und hat gesagt, wir müssen das umbenennen, zumindest umbenennen, weil dieser Typ jetzt nun unbedingt nicht rühmlich für uns ist. Aber vielleicht war es auch in den 2000er Jahren so. Vielleicht war es früher auch so, dass die Leute sich gegenseitig gefeiert haben. Je mehr Betrug, je mehr ich abgezockt habe, desto mehr wurde ich unter meinesgleichen in meiner Elite gefeiert. Das kann ja nun theoretisch sein. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber ich sage es euch ganz ehrlich, ich habe jetzt schon wieder 26 Minuten Video hinter mir und bin noch gar nicht fertig. Und im Grunde reicht's schon, ne? Hier wird sich richtig schön die Taschen voll gemacht. Hier werden Geheimbünde, ja, wir gucken immer nach drüben, Skull and Bones, hier, wie heißt die noch, die Freimaurer und alles ist, ja, die tun sich halt alle zusammen. Diese Leute tun sich zusammen, wer ein bisschen Macht besitzt, der versucht, unter seinesgleichen zu sein. Aber das Ding ist, sie kommen mit ihrer, das hättest du in den 80er Jahren noch machen können, 70er, 80er, 90er, hättest du das alles noch machen können, aber irgendwann, spätestens mit dem Punkt, wo das Internet immer weiter in die Stuben der Menschen kommt. Eine Echtzeitinformation. Natürlich nicht immer klare Information, das wissen wir. Aber wir Freidenker wissen auch, dass wir müssen nur wissen, wo wir suchen müssen nach den richtigen Informationen. Ja? Ja, und ich will das jetzt nochmal zum Abschluss bringen. Haltet euch nochmal fest, jetzt wird's nochmal kurz wild für die letzten Minuten hier, das Ding, da brauche ich gar nichts zu sagen. Bundesverfassungsrichter Habert und ehemalige Kanzlerin Merkel, ne? Da wurde gesagt, die beiden haben zu Abend gegessen im Kanzleramt und noch viele andere vom Gericht. Ob das eventuell den Richter beeinflusst, zumal er früher im Bundestag gesessen hat und auch ein Parteifunktionär der CDU war. Corona-Betrug, Staatsanwaltschaft wendet sich an Gesundheitsministerium. Ha? Was ist denn hier los? Gegen mehrere Kliniken wird wegen Betrugsverdacht mit Freihaltepauschalen in Millionenhöhe ermittelt. Die Vorgänge erreichen jetzt die Politik. Die Landesregierung teilt nun mit, von der Staatsanwaltschaft Saarbrücken wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Betruges eingeleitet, das sich gegen Unbekannt richtet. Und weiter. Die Staatsanwaltschaft ist in diesem Zusammenhang mit einer Herausgabe und Auskunftsersuchen an das Ministerium für Gesundheit herangetreten. So. Als finanziellen Ausgleich für Freigehaltene oder auch zusätzliche Krankenhausbetten während der Pandemie hatten Kliniken im Saarland bis Mitte 2021 insgesamt rund 245 Millionen Euro bekommen, heißt es in der Antwort des Gesundheitsministeriums weiter. Die in der Summe enthaltenen Freihaltepauschalen für Intensivbetten wurden zumindest teilweise zu Unrecht ausgezahlt. Davon sind die Juristen, die Strafanzeige gestellt haben, überzeugt. Also, auch hier, das ist der Intensivbettenskandal. 245 Millionen, nur die Kliniken im Saarland. Und liebe Leute, das sind Krankenkassenbeiträge, die dort bezahlt werden. Ja, und das haben wir noch gut in Erinnerung. Maskendeals, Millionenauftrag für fragwürdige Händler. Das hier ist allerdings vom 28.07. dieses Jahres. Das ist noch nicht so lange her. Das ist jetzt 10, 11, 12 Tage her. Mit falschen Angaben erhielt die Firma Enlipa GmbH Maskenaufträge in Millionenhöhe. Besonders erfolgreich in Bayern, wie BR-Recherchen belegen. Der Fall soll Thema im Untersuchungsausschuss des Landtags werden. Hier gehen wir auch nicht weiter rein. Ich will nur ganz kurz zeigen. Ja, der Betrug nimmt einfach kein Ende. Aber komischerweise, es ist am Ende wird hier immer drüber berichtet, ja? Am Ende wird hier immer drüber berichtet. Ja, Wahrheit ist wie Wasser. Und auch das, was ich mit dem Internet eben gemeint habe. Wir sind in Echtzeit informiert. Und das vergessen diese ganzen Protagonisten. Die glauben, wir leben hier noch wie in den 80er, 90er Jahren. Die Leute lesen das und glauben das, was in der Zeitung steht und glauben auch und lesen das und hören dem auch zu, was in der Tagesschau steht, beziehungsweise was dort verteilt wird. Und damit haben wir sie dann auch alle im Sack. Damit können wir dann mit den Leuten machen, was wir wollen. Ich habe hier noch ein paar schöne Sprüche rausgesucht, wie ich das immer gerne versuche, zum Abschluss eines jeden Videos so ein paar, ja, philosophische, wie sagt man das, Lebensleitsprüche. Ich bin Teil einer Gesellschaft.
die denkt, dass 5 Tage die Woche für 40 Jahre zu arbeiten, um Rechnung zu bezahlen, Freiheit bedeutet. Wofür nie genug Geld da ist, sieht man oben die Bildung, ein Foto von maroden Schulfenstern. Ich mache euch das mal größer. Ja, wofür nie genug Geld da ist, links hier Bildung, wir sehen hier diese verrotteten Schulfenster, faire Renten, hier sehen wir diesen Rentner, der im Müll nach Leergut-Dings sucht, und sozialer Wohnungsbau, hier einen obdachlosen jungen Mann. Wofür auf einmal Geld in Überfluss da ist, Bomben, Panzer, Kriegsschiffe, 100 Milliarden. Wir kümmern uns darum, dass ihre Steuern dort landen, wo sie gebraucht werden. Ich glaube eher nicht. Die Gefahr für die Welt sitzt nicht im Kreml, sondern kopfnickend vor der Tagesschau. Die Gier dieser Welt sitzt nicht in den deutschen Wohnungen, sondern in den Eliten. Ja, man kann das hier drehen und wenden, wie man will. Es passt irgendwie immer. Es gibt Menschen mit Masterabschlüssen, die auf diese Gesundheitskrise hereingefallen sind. Und es gibt Schulabbrecher, die die gesamte Täuschung der Medien durchschauen. Deshalb wird Intelligenz nicht einzig und allein am Bildungsstand gemessen. Es gibt viele gebildete Narren. Wahre Intelligenz bedeutet, sich der Welt um sich herum bewusst zu sein und zu wissen, wie man darin zurechtkommt. Diesbezüglich habe ich immer gesagt, es gibt so eine Lebensintelligenz, die ist nicht zu vergleichen mit der erlernten Intelligenz. Banker stellen sicher, dass wir verschuldet bleiben. Die Pharmaindustrie stellt sicher, dass wir krank bleiben. Waffenhersteller stellen sicher, dass wir weiter Krieg führen. Die Medien stellen sicher, dass wir nicht die Wahrheit herausfinden. Und die Regierung stellt sicher, dass das alles legal ist. Ja, beziehungsweise nicht legal ist, wenn wir jetzt lesen, dass überall die Staatsanwaltschaften unterwegs sind, dass die Intendanten gehen müssen, plötzlich sitzen die mit Berliner Polizeipräsidentinnen da zusammen. Ja, also ich sag's euch ganz ehrlich, ich möchte nicht deren Job haben. Ich möchte nicht diesen Job machen. Ja, ganz einfach. Ja, aber du wirst hier nur noch zerrissen am Ende. Ja, das ist im Grunde die Rache jetzt, ja. Ja, liebe Leute, was habt ihr zu diesem Thema zu sagen? Ich finde es immer hochinteressant, wie viel ihr kommentiert, was ihr alles so schreibt und auch eure Meinung zu meinem Inhalt, zu meinem Video, aber eben auch zum Thema selbst. Ich lese jeden Kommentar, da könnt ihr euch sicher sein. Ich komme nicht immer dazu, überall was zu antworten. Macht gerne weiter so. Auch zu diesem Thema möchte ich gerne von euch wissen, was ihr dazu zu sagen habt. Interessant sind immer externe Informationen, wenn der eine oder andere mir mal etwas schreibt in die Kommentare. Überprüfe ich meistens auch, weil ich kann natürlich auch nicht Informationen über alles haben. An mir geht auch sehr, sehr viel vorbei. Natürlich mache ich auch Fehler in meinen Recherchen. Deswegen neulich hat einer gesagt, ach, du liest ja nur aus den Artikeln vor. Mach das doch mal mit eigener Meinung. Möchte ich aber gar nicht. Weil es kann theoretisch sein, das habe ich ganz am Anfang der Gesundheitskrise erlebt, dass ich zum Beispiel über Gerichtsurteile berichtet habe aus einem Artikel, und YouTube das Video gesperrt hat und zensiert hat, weil dir das nicht gefiel, aus welchen Gründen auch immer. Ich sag ja immer wieder, dass YouTube selbst da gar keine Entscheidung hat. Da sitzen andere Figuren da im Hintergrund, die YouTube sozusagen vorschreiben, was hier zugelassen wird oder was nicht. Aber das spielt jetzt auch im Moment keine Rolle. Das Ding hat sich auch bald erledigt. Diese Menschen werden auch bald am Pranger stehen. Das ist nur noch eine Frage der Zeit. Weil wer gegen das Grundgesetz verstößt, der wird sich verantworten müssen, ganz einfach. Und das ist nicht nur dieser Konzern hier, das sind auch die Menschen dahinter. Wie wir gesehen haben, die gesamte Elite, die heute hier in der Zeitung steht, ja, und deren Ruhm und Ansehen hier mit solchen Artikeln verbrannt wird. Und das ist auch richtig so, ja. Jetzt bin ich schon wieder abgeschweift. Ich bedanke mich für euren ganzen Support. Ich bedanke mich für eure Likes, für eure Abos. Und wenn du bis hierhin dieses Video geguckt hast und diesen Kanal noch nicht folgst und dieses Video noch nicht geliked hast, dann bedanke ich mich bei dir trotzdem für deine Unterstützung, denn auch, dass du dieses Video bis zum Ende schaust, unterstützt meinen Kanal und zeigt dem YouTube-Algorithmus, dass das Video nicht so schlecht gewesen sein kann.
Und dann möchte ich dich noch erinnern, beim Rausgehen, beim Verlassen des Kanals, abonniere meinen Kanal einfach und like einfach das Video und lass natürlich auch einen Kommentar da, ja? Denn unsere Community soll wachsen, soll größer werden. Und ich denke, da wird noch einiges passieren, denn die behandelten Menschen, die fangen jetzt erst an, sich zu informieren. Ja, und da bin ich ganz froh, dass es meinen Kanal hier immer noch gibt. Letztendlich ist das auch so ein Blick in die Geschichte. Man kann in 5, 6 Jahren, in 10 Jahren auf diesem Kanal zurückschauen und sich die ganzen Berichterstattungen anschauen. Auch mein Odyssey-Kanal zum Beispiel. Den Link zu meinem Odyssey-Kanal findet ihr hier in der Videobeschreibung. Auf meinem Odyssey-Kanal findet ihr zum Beispiel auch die ganzen gelöschten und zensierten Videos, die hier auf meinem YouTube-Kanal gelöscht und zensiert wurden. Die findet ihr dort alle. Das ist so wie so ein geschichtlicher Rückblick. Man wird irgendwann diesen Kanal nutzen können. Und so ein bisschen in der Geschichte, so ein bisschen zurückschauen, wie die Presse damals geschrieben hat, ja, und wie auch die Meinung der Leute war und auch uns natürlich über uns im Widerstand, ja, im friedlichen, demokratischen Widerstand. Ja, wie gesagt, lasst überall ein Abo da, damit ihr in der Zukunft nichts mehr verpasst. Denn was die Zukunft bringen wird, das weiß, so genau weiß das keiner. Eins weiß ich aber sicher, wir sehen uns auf diesem Kanal. Auf alle Fälle wieder.